Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt hier im Train Sim World 2. Wir fahren heute mit der Baureihe 185. Stehen hier gerade in Dresden und setzen uns mal in den Führerstand rein. Zur Lok und zum Zug alles weitere gleich. Rüsten wir erstmal den Zug auf. Fahrtrichtungswender reingesteckt und in Neutralstellung. Dann stehen wir mal auf und schalten uns mal LZB, PZB und SIFA an, weil die Frage auch letztens kam, was das bedeutet. Ich kann es nicht perfekt erklären, weil ich kein Lokführer bin. Aber im Grunde genommen, PZB ist die punktförmige Zugbeeinflussung. Das sind mehr oder weniger, das ist das Sicherungssystem, das stark mit den Signalbildern zusammenhängt. Die LZB ist hier zu vernachlässigen auf der Strecke, weil die gar nicht verbaut ist. Und die SIFA verhindert im Grunde genommen, dass der Zug ohne einen aktiven Wachenlokführer fahren kann. Die meldet sich nämlich alle paar Sekündchen und sagt SIFA, SIFA und möchte gedrückt werden. Aber das können wir uns dann gleich anhören, wie das Ganze dann klingt. Spitzensignale sind eingestellt. Kontrollieren wir auch mal kurz. Das passt sehr gut. Na, ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal aus. Sehr gut, dann können wir uns die AFB noch anmachen. Und gehen mal mit der AFB auf 40. Ich denke mal, mittlere Zugfahrt ist okay. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Also im Grunde genommen haben wir jetzt damit ausgewählt, dass wir nach vorne fahren. Signal ist auch schon auf Fahrt. Blinkt mit der 60. Dann können wir die Bremsen lösen und dürften eigentlich abfahren. Ja, man sieht auch, ganz langsam wird Leistung aufgeschaltet. Geben wir noch ein bisschen Leistung dazu. Und wir rollen. Rollen wir erstmal langsam an. So, die 60 blinken und ab hier vorne, ab diesem hinteren Signal gelten ein 60 km/h. Dann stellen wir mal in der AFB die 60 ein. Und schalten noch ein bisschen Leistung auf. Da vorne fährt auch schon ein Kollege ein. In der 143. Ja, wir fahren hier in dieser, das ist Grünlackierung, die 185-205-2. Hier wird CO2 gespart, DB Cargo. Das Repaint gibt es zum Download im Railsim Forum. Und der Link dazu befindet sich wie immer in der Videobeschreibung. Gehen wir mal hier auf die Fahrmotoransicht, finde ich ein bisschen schöner.
Mal gucken, wie viel los ist, weil wir fahren hier immerhin um 8 Uhr morgens. Heißt also, auf jeden Fall Rush-Hour-Zeiten. Hier haben wir schon den nächsten Kollegen in der 146. Und da blinkt weiterhin die 60. Wir drücken einmal auf PZB wachsam, nämlich jetzt. Ganz wichtig, wir fahren heute in der mittleren Zugart, das heißt also 70 km/h ist unsere 1000 Hertz Prüfgeschwindigkeit. Was also so bedeutet, wir dürfen die 70 km/h keinesfalls nach 29 Sekunden überschreiten. Also 29 Sekunden nach Beeinflussung. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht bestätigen, ne? Huch, da hat es gerade sehr, hat es gerade kurz extremst gehakt. Ich merke, also immer wenn man in die Außenansicht geht, dann spinnt hier so ein bisschen die Kilometeranzeige. Jetzt gehe ich noch mal raus. Jetzt wieder rein. Okay, jetzt ist sie leider komplett weg. Ja, da ist sie wieder. Also einmal den Leistungswahlschalter auf 0. Ach, sehr schön. Und dann fahren wir durch diesen wunderschönen Bahnhof Dresden Neustadt. Da rechts steht es noch mal an dieser Tafel, da in Gelb. Hier ist auch ordentlich was auf den Bahnsteigen los. So muss es sein. Und ab da vorne dürfen wir dann 80 fahren. Und ob hier dann die 100. Ah, hier ist wieder dieser richtig krasse Schilderwald, ne? 160. Wir müssen mal gleich gucken, okay, das Signal ist grün, wie viel unsere Wagen zulassen. Dann ist das auch unsere heutige Höchstgeschwindigkeit, 120 km/h. Wir dürfen sowieso nicht schneller als 120 fahren mit in der mittleren
Zugatemmodus M. Endlich mal im Güterzug hier unterwegs. Das macht richtig Spaß. Wenn ich nicht so ein krasser Fan von Güterzügen bin. Aber es macht doch sehr, sehr viel Spaß. Gerade mit der 185,5, das ist so eine tolle Lok. Die ist so gut. Nur soundtechnisch ist sie momentan immer noch nicht so gut, weil dieses Summen im Hintergrund manchmal ein bisschen laut ist und manchmal hört man auch diesen Loop. Aber ich bin mir sicher, das kriegen die auch noch irgendwann rausgefixt. Vorne die 146. Okay, das Repaint dieser 146 wurde wohl nicht ganz richtig geladen. Das macht manchmal der Simulator. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Achso, nochmal zur Erklärung mit der SIFA. Also die SIFA ist im Grunde genommen hier unten so ein Pedal. Man kann das jetzt leider nicht sehen. Das immer mal wieder gedrückt werden muss. Und wenn man etwas länger die SIFA nicht drückt, also ich glaube 30 Sekunden, dann meldet sie sich zu Wort. Und wenn man dann immer noch nicht drückt, dann gibt es eine Zwangsbremsung, weil dann der Zug denkt, dass wir schlafen. Das wäre gefährlich. So, wir lassen mal die SIFA jetzt kommen. Ich drücke nicht. Jetzt kommt gleich dieser Leuchtmelder hier. So, ne? Und dann hat sie sich gemeldet. Dann drückt man nochmal drauf und dann ist wieder alles gut. Ich glaube, wir dürfen auch schneller fahren. Jawohl, wir dürfen die 120 ausfahren. Traue ich mich mit Güterzügen nie so ganz, ehrlich gesagt, aber. Naja, vielleicht sollten wir. Vielleicht hätten wir doch die untere Zugart wählen sollen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir das jetzt nicht ausgerechnet mit den Bremshundertsteln und sowas. Kann man natürlich machen. Kann man aber auch lassen. Nein, natürlich muss man das in Realität machen, das ist klar. Aber das sehen wir dann, ob das mit den Bremsen dann noch passt in der mittleren Zugart oder ob wir da nicht am Ende doch eine Zwangsbremsung deshalb bekommen. Also die Bahnsteige sind gut gefüllt. Hier kommt auch schon der nächste Kollege entgegen.
Kilometer 105,0. Und da kommt auch schon der nächste entgegen, ein Dosto. Mit einer 146. Sehr schön. Wir werden auch auf jeden Fall noch eine Fahrt im ICE machen. Der ist ja auch hier im Fahrplan mit drin. Nochmal eine Intercity-Fahrt, definitiv. Noch einige werden da kommen, das steht vollkommen außer Frage. So, hier waren die 130. Apropos Intercity, hallo. Herrlich. Ich kann ja mal die FPS mit einblenden hier rechts. Na, wir sind bei 40, 41, 39, 44, 45 Grad sogar, 46 Grad. Also, ja, solide, sehr solide. Und das ob des vollen Zeitplans, des vollen Timetables. So eine neue schöne Lok für den Güterverkehr wäre auch sehr cool. Ich meine, die 187 wird ja auf jeden Fall noch kommen. Für Köln-Aachen. Was wäre denn noch so eine tolle Lok für den Güterverkehr? Eine 151 wäre super. 140 ist, glaube ich, auch im Güterzugdienst eingesetzt worden, ne? Das war eine 185, der HSL. Also richtig schneller als 108, 109 km/h werden wir nicht, ne? Okay, es geht aber auch ein bisschen bergauf. Verkehrsschilder, wow. Richtige Verkehrsschilder, wow. Habt ihr das gesehen? Ich zeig's nochmal. Wow. Haben wir noch mehr? Wow. So, Ankündigung auf 120. Braucht uns jetzt erstmal nicht zu interessieren. Ab hier gelten die 120.
sieht man auch sehr schön die Kurvenüberhöhung. Also die Strecke ist einfach schön. Die ist einfach gut gemacht. Das macht einfach richtig Spaß hier zu fahren. Okay, gut, unsere Tachoanzeige hat schon wieder gerade 0 angezeigt. Dann muss man mal zwischendurch den Leistungswahlschalter auf 0 setzen und dann wieder hoch, dann klappt das schon. So, Freifahrt zu erwarten. Also da wir nicht wirklich schneller als die 110 km/h werden, glaube ich wirklich, dass wir in der falschen Zugart unterwegs sind heute. Ja, wobei, jetzt werden wir doch schneller, es geht auch ein bisschen bergab. Naja. Okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht ist aber auch eine Lok einfach sehr, sehr wenig für so einen Zug. Vielleicht wäre eine Doppeltraktion besser gewesen. Ja, zwei sind immer besser als eins. Das weiß doch jeder. Oh, wir sind zu schnell. Kriegt das die E-Bremse von alleine hin? Ich ziehe besser noch mal ein bisschen nach. Ab hier gelten wieder 160. R für Risa? Vermutlich. Okay, liebe E-Bremse, ich helfe nochmal nach. Wir sind wieder ein bisschen zu schnell. Ankündigung auf 160. Wir fahren jetzt hier rechts über diese Umgehungsbahn. Also hier dieser Abschnitt, oder? Nee. Doch. Ja gut, wir sind schon seit längerem auf dieser Umgehung ja unterwegs. Ja. Sorry. Sorry, Siefer.
Ein bisschen mehr Regen hätte der ja dem Szenario heute gut getan. Sehr schön, wie da am Horizont ein Zug vorbeifährt. Wow. Wow. Wie schön. Herrlich. Oh, ohne Zugschluss dafür, ne? Nee. So, hier haben wir die Ankündigung für 130. Ich glaube, hier links ist, glaube ich, wieder die normale Strecke. Ne, also wir waren ja auf dieser Umgehungsbahn und ich glaube, hier links sind jetzt, glaube ich, die Gleise der, ich sag mal, Regionalzüge wieder dazu kommen, meine ich zumindest. So, Ankündigung auf 120. So, das Signal hat HL1 gezeigt. So, über einen Ort fahren, weiß ich. Allerdings die Chemiefabrik, sehr schön.
So. Über einen Ort fahren, Glaubitz. Ja, fahre ich gerne drüber. Wer will schon nach Glaubitz? Kein Mensch lebt da, definitiv. Da bin ich mir sicher. Na, ich sag doch kein Mensch. Okay, gut, ein paar wenige. Oh, hallo. Sehr schön. So, jetzt schnell runter auf die 70. Schneller. Ups, bin ich gerade in die Notbremsstellung? Ich glaube schon. Scheibenkleister. Ja, wir müssen eh anhalten. Wir haben nämlich HL 9B angezeigt bekommen. Ja. Ja. Falsche Zugart. Da bin ich mir halt einfach sicher. Das war nicht so schlau. So, Bremsen lösen langsam. Wir haben übrigens heute hier hinten dran die. Hier, ich gehe mal ein bisschen nach hinten, dann ist es ruhiger. Die Habinswagen von Railion. Was haben wir hier? Einen kleinen See. Hier wird bestimmt das ganze Kühlwasser reingeleitet. Ob hier Fische leben? Ich bezweifle es stark. Rollen wir schon? Nein. Also die DTG hat es ja geschafft, Verkehrsschilder aufzubauen. Wenn jetzt hier noch irgendwann ein Andreaskreuz stehen würde, das wäre natürlich super. Ach da, also ja eins. So, warum fährst du nicht?
Jetzt. So, wir rollen. Sind ein bisschen zu stark, glaube ich, angefahren, zu heftig. So, wir bleiben jetzt mal auf maximal 35 km/h, weil wir sicherlich noch einem 500 Hertz-Magneten begegnen werden. Aber wobei, nee, Moment, das Signal da oben rechts, der ist wohl anscheinend gelb. Ja, dann gehen wir mal auf die 50 zumindest. Rödau an einem Ort anhalten. Achso, ja gut. Ja. Gut, wir müssen gar nicht mehr so schnell fahren. So, das sieht mir aus wie ein HL12B. Sehr schön hier. Hier ist der 500 Hertz-Magnet. Zack, da ist er an. So, wir ziehen jetzt mal die Bremsen an. Ich werde nämlich nicht über das rote Signal rollen. Zugbeeinflussung. Jawohl. Perfekt. Sehr, sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Die 20. Zwangsbremsung hätte einem ruhig erspart bleiben können zum Schluss, aber man kann ja nicht alles haben. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.